Hallo, ich bin Melanie. Ich bin Wirtschaftsphilosophin, Unternehmerin und VUCA-Expertin. Und mein heutiges Video möchte ich euch in meiner Rolle als Wirtschaftsphilosophin vorstellen. Es geht um das Thema Holistic Human, der ganzheitliche Mensch. Das ist ein Thema, was mich wahnsinnig fasziniert, an dem ich schon sehr, sehr lange arbeite und auch ausprobiere und immer wieder ganz großartige Erfahrungen mache. Und davon möchte ich heute berichten. Dazu habe ich euch zwei Kernthemen mitgebracht. Nämlich einmal fange ich an mit der These, alles ist Energie. Wenn alles Energie ist, dann müssen wir uns vielleicht nochmal darüber Gedanken machen, was bedeutet das für uns als Mensch? Welche Auswirkungen hat das denn, wenn wir sagen, alles ist Energie? Und was macht das mit uns auch als ganzheitlichem Mensch? Also wie werden wir zum Holistic Human, wenn wir uns überlegen, alles ist Energie? Und wie komme ich zu der Aussage, alles ist Energie? Damit fangen wir an und steigen ein in ein, wie gesagt, für mich völlig faszinierendes Thema. Energie kennen wir alle. Wir benutzen Energie jeden Tag. Spätestens abends, wenn es dunkel ist und wir noch nicht schlafen wollen, dann brauchen wir die Energie, um Räume zu erhellen. Wir brauchen Energie zum Kochen. Wir brauchen Energie, um YouTube-Videos zu gucken. Also, you name it. Energie ist überall. Deswegen ist Energie für uns so dermaßen selbstverständlich auf technologischer Ebene, auf alltagsgebräuchlicher Ebene, dass wir über die Selbstverständlichkeit eigentlich nie nachdenken. Und das ist auch ganz gut so, weil sonst würden wir verrückt werden. Aber es lohnt sich zumindest für ein paar Minuten mal einen Gedanken darauf zu verschwenden, was ist genau oder was genau ist eigentlich Energie, wenn wir den physikalischen Effekt einfach mal ein bisschen beiseite lassen. Grundsätzlich ist Energie eine Wirkung. Sie erzeugt eine Wirkung. Das kommt auch aus dem griechischen Wortursprung, wird es deutlich. Das bedeutet der griechische Wortursprung von Energeia. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber auch egal, mein Griechisch ist nicht wirklich gut. Aber die Übersetzung dieses griechischen Wortes ist übersetzt mit dem Begriff Wirkung. Und das ist auch klar, wenn wir Energie benutzen, dann haben wir immer eine Wirkung, die damit verbunden ist. Also spätestens abends, wenn es dunkel ist und wir das Licht anmachen. Wenn Energie immer eine Wirkung beschreibt, dann bedeutet Energie auch immer eine Veränderung von einem Zustand in einen anderen. Also von einem dunklen Raum in einen hellen Raum. Von wir können keine YouTube-Videos gucken, dann stecken wir den Stecker in die Steckdose, unser Notebook hat Strom oder der Computer hat Strom und dann können wir den Rechner starten, dann können wir online gehen und dann können wir YouTube-Videos gucken. Das heißt also, die Ursache dafür, dass beispielsweise der Zugang zu YouTube nicht funktioniert, liegt unter Umständen in allerletzter Instanz darin, dass unser technisches Endgerät keinen Strom, also keine Energie hat. Das heißt, Energie beschreibt immer Ursache und Wirkung. Und bei Veränderungen sind Energien miteinander in Wechselwirkung. Also vom dunklen Raum zum hellen Raum, vom keinen Strom und kein YouTube zu Strom und YouTube gucken. Das ist das, was Energie bewirkt und deswegen lieben und brauchen wir Energie ganz, ganz dringend in unserem Alltagsleben. Wenn wir uns jetzt den Menschen an sich aber auch mal angucken, dann bestehen wir selber auch aus Energie. Und Forscher haben das ausgerechnet und haben gesagt, wenn wir bei uns selber alles wegnehmen würden, was so an Haut und Haaren und Knochen und Zähnen und allem drum und dran da ist, dann würde von unserer Materie maximal ein stecknadelgroßer Kopf übrig bleiben. Und der Rest ist Energie. Das heißt, wir bestehen hauptsächlich aus Atomen und diese Atome bestehen zu 99% aus Leere bzw. reiner Energie. Und das ist doch interessant. Wenn wir uns vorstellen, dass wir selber Energiewesen sind oder energetische Wesen, wie man das im Spirituellen häufiger auch sagt, dann müssten wir uns doch überlegen, was macht denn diese Energie eigentlich mit uns und wo finden wir die? Und mit der Frage hat sich nicht direkt Albert Einstein befasst, aber Albert Einstein hat eine ganz wichtige Entdeckung gemacht, nämlich die Relativitätstheorie. Er hat festgestellt, dass Energie und Masse äquivalent sind, weil Energie in Masse umgewandelt werden können und weil beide in ihrer Natur eins sind. Und
Neben Albert Einstein arbeiten viele, viele Physiker seit Jahrzehnten an der sogenannten Quantenphysik und Quantentheorien. Und sie untersuchen, wo kommen denn die Wechselwirkungen von Atomen her, die sich nie berühren, an einem Ort der Welt zum anderen Ort der Welt, aber trotzdem Informationen austauschen. Wie ist das möglich? Auch Biologen haben sich damit beschäftigt, beispielsweise Rupert Sheldrake, der das sogenannte morphologische oder morphogenetische Feld entdeckt hat, der gesagt hat, auch Lebewesen, die keine Sprache haben, die kommunizieren miteinander über ein unsichtbares Energiefeld. Anders ist es nicht zu erklären, dass beispielsweise bei großen Naturkatastrophen Tiere viel, viel früher die Flucht ergreifen als Menschen. Und das tun die Tiere kollektiv, also gemeinschaftlich und zum gleichen Zeitpunkt. Und das ist ja kaum zu erklären, weil die haben ja keine Sirenen, die sie bedienen können. Sie haben keine Sprache, keine Sprachrohre, Fernrohre, Lautsprecher und so weiter. Und trotzdem reagieren die Tiere ähnlich in Notsituationen, bei Naturkatastrophen. Und Rupert Sheldrake hat gesagt, das lässt sich darauf zurückführen, dass es ein sogenanntes morphogenetisches Feld, ein Energiefeld gibt, wo Informationen abgerufen und übertragen werden. Andere haben ein unsichtbares Energiefeld, das sogenannte Higgs-Feld genannt. Das ist im gesamten Universum allgegenwärtig. Auch das hat die Physik mittlerweile ziemlich klar umrissen und ziemlich klar beschrieben. Albert Einstein hat diese energetischen Phänomene oder diese Energiefelder übrigens immer bezeichnet als spukhafte Einwirkung. Er konnte sich die Quantenphysik und die Auswirkungen der Quantenphysik nie wirklich erklären. Das hat ihn irritiert, eben weil er die Erklärung dafür nicht gefunden hat, und er hat es deswegen auch als spukhafte Einwirkung bezeichnet. Und das Higgs-Feld selber hat in allen möglichen spirituellen Kulturen ganz unterschiedliche Bezeichnungen. Man kennt es als Äther, als Akasha, als Chi, als Shakti, als Prana oder halt auch als Quelle, göttliche Quelle, wie auch immer man das benennen will. Allerdings hat dieses Energiefeld aus meiner persönlichen Sicht nicht wirklich göttliche Eigenschaften, sondern es ist schlicht und ergreifend Energie. Die ist da und die ist überall. Und das können wir uns spirituell erklären, das können wir uns aber auch ganz klassisch naturwissenschaftlich erklären. Und wenn wir uns nochmal daran erinnern, dass der Mensch zu 99% aus Energie besteht, dann muss sich diese Energie ja auch an uns Menschen irgendwie kenntlich machen oder wir müssen sie ja auch hier irgendwo sehen oder erahnen können. Und in der Tat können wir das. Es gibt bei Menschen die sogenannte Aura. Das ist ein Energiefeld, das unseren Körper umgibt. Und man kann sich vorstellen, dass dieses Energiefeld, je nachdem, wie energetisch Menschen unterwegs sind, also wie energiegeladen, wie vital sie sind, kann dieses Energiefeld sehr, sehr groß sein. Es kann aber auch relativ klein sein. Und groß oder klein hat hier nichts mit Bewertung zu tun. Es ist einfach so, wie es ist. Man kann das Energiefeld des Menschen stärken durch entsprechende Übungen. Da mache ich später mal ein Video dazu. Heute soll es grundsätzlich erstmal um das Energiefeld an sich gehen. Wenn wir uns vorstellen, dass das Energiefeld um unseren Körper herum besteht, dann können wir uns auch vorstellen, dass dieses elektromagnetische Feld, was messbar ist, auch physikalisch messbar ist, ja eine bestimmte Besonderheit oder eine bestimmte Bedeutung hat. Und wenn wir uns nochmal daran erinnern, dass Energie Wirkung bedeutet und Wirkung erzeugt, dann können wir uns ebenfalls vorstellen, wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt sind, dass sich diese Energiefelder, also die Auren, die berühren sich. Und das ist das, was wir im Augenblick in vielen Bereichen unbewusst auch als wirkliche Störung wahrnehmen, beispielsweise durch das Physical Distancing. Wir dürfen in öffentlichen Räumen Menschen gar nicht mehr so nahe kommen. Manche empfinden das als wirkliche Erleichterung. Und das sind vor allem Menschen, die eine sehr bewusst oder unbewusst eine sehr stark energetische Wahrnehmung haben. Das heißt, in dem Moment, wo sich die Auren nicht mehr berühren, bleibt unser Energiefeld relativ klar. Also wir übernehmen keine Informationen von anderen Leuten. Für hochsensible, für energetisch sensible Menschen ist es einerseits eine Erleichterung,
Andererseits ist es aber auch eine deutliche Lebenserschwerung in bestimmten Bereichen, weil wir über die Berührung unserer Auren eben auch unbewusste Informationen austauschen. Also wir wissen beispielsweise sehr schnell, wenn wir wildfremden Menschen begegnen, wir wissen relativ schnell, sind diese Menschen uns sympathisch oder nicht. Und oft können wir uns das gar nicht erklären, woher kommt denn jetzt der Gedanke, den finde ich doof oder oh Gott, geh bloß weg. Ja, der hat uns doch noch gar nichts getan oder die hat doch noch gar nichts gemacht. Unsere Aura nimmt aber die Energie des anderen Menschen auf. Und Energie ist immer auch eine Form von Information, die übertragen wird. Und das bedeutet, dass wir auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen nonverbal permanent kommunizieren, wenn wir im Alltag unterwegs sind. Und das fällt durch das Physical Distancing komplett weg und das erschwert in vielen Bereichen tatsächlich die Wahrnehmung und die Einschätzung von anderen Menschen. Das muss man einfach wissen, wenn man im Augenblick im Physical Distancing unterwegs ist. Das wird seltenst besprochen, weil es den wenigsten Menschen bewusst ist. Ich selber habe gelernt, Aura zu lesen, auch eine Aura zu heilen. Also energetische Heilung mache ich seit vielen, vielen Jahren bei mir selber, in der Familie, aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Das heißt, ich weiß, welche Auswirkungen Berührung von unterschiedlichen Auren auf meine eigene Aura hat. Und ich merke aber auch, dass gerade die Begegnung mit anderen Menschen, aus denen ich Inspiration gezogen habe, die fehlt. Also das heißt, die Aura-Berührung, die fehlt. Und dadurch fällt eben ein wesentlicher Informationsaustausch weg, den ich auf sehr bewusster Ebene wahrnehmen kann mittlerweile und den ihr und sie wahrscheinlich auf unbewusster Ebene auch irgendwo spürt. Das heißt, jeder Mensch hat grundsätzlich die Fähigkeit, allein nur durch das Bewusstsein Informationen zu übertragen. Weil unsere Aura, also unser eigenes Energiefeld, spiegelt unseren körperlich, seelisch, geistigen Zustand wider, weil wir nochmal zu 99% aus Energie bestehen. Auch Emotionen sind reine Energie. Emotionen sind Energy in Motion. Wer da nochmal reinlesen oder reinhören möchte, sollte sich auf jeden Fall nochmal das Video zum Thema Raus aus der Lethargiefalle angucken. Da habe ich das etwas ausführlicher beschrieben. Das heißt also, wenn wir einen emotionalen Zustand haben, dann bildet sich das in unserer Aura eben auch ab. Und zwar unsichtbar. So, und wenn wir jetzt nochmal weitergehen und überlegen, was hat denn das dann, dieses Hintergrundwissen, was hat das denn dann für Auswirkungen auf unser Bewusstsein als Mensch? Also als Holistic Human, als ganzheitlicher Mensch. Welche Türen öffnen sich denn durch diese Erkenntnis für uns? Und dieses Öffnen möchte ich euch und Ihnen ganz kurz zeigen. Ich glaube, ich sage nicht viel Neues, wenn ich sage, der Mensch besteht aus Körper, Geist und Seele. Ich möchte aber hier nochmal erläutern, was heißt das eigentlich? Unser Körper ist unser Zuhause. Das ist letztendlich also die Wohnung sozusagen, in der wir unsere Organe verstauen, in der wir unsere Knochen ablegen und so weiter. Und mit dieser Wohnung laufen wir von Anfang bis Ende unseres Lebens durch die Welt. Das heißt, unser Zuhause ist wichtig. Es ist das einzige Zuhause, was Zeit unseres Lebens bleibt. Und wenn uns das bewusst ist, dann sollten wir überlegen, wie gehen wir mit diesem Zuhause um? Pflegen wir es oder ist da permanent Unordnung? Sorgen wir dafür, dass ab und an aufgeräumt wird und sorgen wir auch dafür, dass der Zustand unseres Zuhauses lange erhalten bleibt? Oder nehmen wir es als selbstverständlich hin und lassen alles verrotten, was uns, ja, weil wir einfach nicht drüber nachdenken? Das Spannende ist ja, unser Körper ist sozusagen unser materialisiertes Selbst. Der Körper ist unsere Materie, die wir jeden Tag im Spiegel uns angucken können. Genauso wie unser Auto, genauso wie das Haus oder die Wohnung, in der wir leben und die wir vielleicht sogar irgendwann mal gekauft haben. Beim Auto ist es ganz selbstverständlich so, dass wir mit unserem Auto jedes Jahr zum TÜV fahren und unser Auto untersuchen lassen. Tun wir das nicht, riskieren wir eine Strafe und das Auto wird abgemeldet. So einfach ist das. Bei unserem Körper ist das nicht so.
Also mit unserem Körper gehen wir nicht einmal im Jahr zum Check beim Arzt, im Regelfall, um zu gucken, ist noch alles in Ordnung. Wir kriegen auch keine Abmahnung. Unser Körper wird auch nicht abgestellt und abgemeldet, sondern die Rechnung kommt meistens viel später, nämlich dann, wenn wir krank werden. Das heißt also, unser Zuhause ist wichtig und es ist wichtig, dass wir dieses Zuhause pflegen, weil unser Zuhause nämlich nicht nur unsere Knochen und was weiß ich, unsere Organe beherbergt, sondern eben auch unser Dachstübchen, also unseren Geist. Das ist das, was wir hier zwischen den Ohren sitzen haben. Ne? Also unseren Intellekt, unsere Fähigkeit zu denken, kreativ zu sein, etc. pp. Und unser Körper ist eben auch irgendwie Teil unserer Seele. Oder unsere Seele ist Teil des Körpers. So genau weiß ich persönlich das nicht. Ich weiß nur, ich habe eine Seele. Ich kann euch und ihnen nicht beschreiben, wie die aussieht. Ich kann nur manchmal beschreiben, wie sie sich anfühlt. Das ist nämlich ein Gefühl tiefster Liebe, wenn ich ganz bei mir selber bin. Dann merke ich, ah, da ist irgendwas, was ich nicht mit Worten greifen kann, was ich auch nicht sehe, was ich nicht riechen, schmecken, fühlen kann. Ja, aber das ist da und das ist so ein, wie so ein innerer Kraftkern, so eine innere Kraftquelle, die ich in mir spüre und von der ich intuitiv weiß, das ist meine Seele. Und in dieser Seele befindet sich unser Daseins-Warum. Also warum sind wir hier auf der Welt? Manchmal verschwindet dieses Daseins-Warum aus unserer Perspektive, weil wir dann mit Alltagskram überlastet sind oder weil wir im Hamsterrad gefangen sind oder. Aber die Corona-Zeit hat bei ganz vielen das Daseins-Warum aufs Tablett gebracht. Wir hatten viel Zeit, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Für manche war das heilsam. Für manche war es ein wahrer Segen und manche hat es schier um den Verstand gebracht. Je nachdem, wie fest wir in uns selbst verankert sind und wie klar definiert unser Daseins-Warum ist. Also der Sinn unseres Lebens. Das ist der Kern unserer Seele. So zumindest definiere ich sie für mich. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass wir zusätzlich noch ein Energiefeld um uns herum haben, wo ist das denn abgelegt? Und einen freien Willen haben wir auch noch irgendwo. Wo ist der denn zu verorten? Und ich habe, als ich mir Gedanken gemacht habe darüber, was bedeutet es eigentlich, ein ganzheitlicher Mensch zu sein, für mich bin ich zu dem Entschluss gekommen oder zu der Erkenntnis gekommen, wir bestehen nicht nur aus Körper, Geist und Seele, sondern wenn wir ganzheitlich sein wollen, dann sollten wir den freien Willen als eigenes, ja, als eigenen Teil unseres Selbst mit in unsere Betrachtungsweise einbeziehen, weil der freie Wille ist unsere Individualität. Und auch die Energie sollten wir mit berücksichtigen. Und die Energie, das ist unsere Lebenskraft. Das ist die Aura um uns herum. Und das ist das, was uns vom Lebensanfang bis zum Lebensende in unserer Kraft hält. Und alle fünf Aspekte zusammen betrachte ich als Teil eines ganzheitlichen Menschen. Und schaut euch einfach mal an, inwieweit wir in unserem Alltag und auch in unserem Bewusstsein wissen, dass unsere Ganzheit, unser Menschsein aus diesen unterschiedlichen Aspekten besteht. Vieles davon kennen wir gar nicht. Vieles habt ihr vielleicht heute auch in dieser Konstellation zum ersten Mal gehört, aber ganz vieles berücksichtigen wir auch gar nicht. Also wir kümmern uns höchst selten um unseren Körper, nur dann, wenn er krank ist. Also jetzt beispielsweise durch Corona ist uns allen bewusst geworden, wie wichtig Gesundheit ist. Das war sie aber auch schon vorher und das wird sie auch nach Corona und mit Corona bleiben. Und ein gesunder Mensch läuft gar nicht Gefahr, wirklich ernsthaft zu erkranken, weil ein gesunder Mensch, ein ganzheitlicher Mensch weiß, dass der Körper, also das Zuhause gesund bleiben und gepflegt werden muss, dass unser Geist klar bleiben sollte, dass unsere Seele immer das Warum erklärt und auch gelebt haben möchte. Unser freier Wille spiegelt unsere Individualität, also die Persönlichkeit, die wir sind, und die Energie ist die Lebenskraft, die uns umgibt. Und je allumfassender wir alle fünf Aspekte leben, umso gesünder sind wir und umso klarer und reflektierter und selbstbewusster können wir auch der Welt,
begegnen und ein eigenes Weltbewusstsein entwickeln. Und das brauchen wir, damit wir ein gesunder und glücklicher Mensch sein können. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns die Ganzheitlichkeit nicht nur bei uns selber vorstellen, sondern dass wir uns auch bewusst machen, dass wir uns als ganzheitlicher Mensch eben auch in einer verbundenen Umwelt befinden. Also in der Mitte, im Zentrum sind wir, jeder von uns individuell. Also unser Körper, unsere materielle Umgebung, das Gefühl von Autonomie, das wir bekommen, wenn wir ein gesundes Weltbewusstsein entwickelt haben. Gleichzeitig haben wir die zwischenmenschlichen Beziehungen, wo wir uns bewegen, wo wir in Kontakt gehen, wo sich Aurafelder austauschen mit wildfremden Menschen, ohne dass es bisher in eurem und ihrem Bewusstsein gewesen ist. Und wir bewegen uns in einer Kultur, also wir bewegen uns in einem Beruf, wir bewegen uns in einer Wirtschaftswelt, wir bewegen uns in einer politischen, gesellschaftlichen Welt. Auch das hat natürlich Auswirkungen auf uns. Und letztendlich sind wir als Individuum Teil einer Globalität. Wir sind Teil einer Menschheit, die in sich auch wieder durch Energien miteinander verbunden ist. Niemand auf der Erde, auf diesem Planeten schwebt einsam und allein im Raum, sondern spätestens auf Energieebene sind wir tatsächlich alle miteinander verbunden. Das ist das Higgs-Feld, das morphische Feld, je nachdem, wie ihr es benennen wollt und wo ihr vielleicht auch nochmal Lust habt nachzulesen. Physikalisch, naturwissenschaftlich ist es schon längst bewiesen. Seit Jahrzehnten. Nur in unseren Köpfen ist es noch nicht verankert. Und das ist mein Anspruch hier mit diesem kurzen Impuls gewesen, euch und Ihnen mal einen anderen Aspekt unseres Menschseins mit auf den Weg zu geben. Weil das Spannende ist, wir brauchen, um gesund sein zu können, um uns als ganzheitlicher Mensch auch wohlzufühlen und um ein gutes Weltbewusstsein zu haben, brauchen wir Kohärenz in allen Lebensbereichen und auch mit uns selbst. Das heißt, es muss sich alles irgendwie stimmig anfühlen. Und was ihr und was sie machen können, ist einfach mal zu gucken, in welchen Lebensbereichen seid ihr, sind sie gut verankert und wo noch nicht. Also wo darf die Ganzheitlichkeit wachsen? Bei sich selbst und in den unterschiedlichen Lebensbereichen, in denen wir uns alle tagtäglich befassen. Viel Spaß dabei und wenn euch und Ihnen das Video gefallen hat, wie immer freue ich mich über ein Like und ich freue mich wirklich auch über Fragen, Anregungen, Ergänzungen und vielleicht kann ich das ein oder andere in den nächsten Videos dann wieder mit aufnehmen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.